Ja, hi, willkommen, mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge hat uns der alte Longfellow nach Arcadia begleitet und sich uns angeschlossen. Im Moment tun wir gerade mit dem Umlaufen. Und wir werden hier von einer Quest zur anderen irgendwie geleitet, weil ich weiß nicht. Ich will ehrlich gesagt hier erstmal erkunden, aber will nicht. So, und das hier ist die Mission hier. Das ist keine Mission, das ist irgendwie eine Nebenmission, also... Guck mal, wir müssen jetzt Pearl durch das Hotel hier folgen und einen Fall lösen, aber verflixt, die Aufzüge auf dieser Etage funktionieren nicht. Wir müssen den langen Weg außenrum nehmen. Aber da sie irgendwie denkt, dass hier noch alles normal ist, habe ich irgendwie für ihr, was zum Teufel, ihr Fall auch irgendwie was sehr Merkwürdiges sein wird. So nebenbei. Muss ich heilen oder will ich mit ein? 81 Erfahrungspunkte? Das war viel. Wow! Daneben, daneben! Aua! Mann! Ja, von den auch die Arme und Beine abtrennen. Das ist... Ich finde dieses Lähmungsschwert so geil. Wird mir schon fast ein bisschen zu oft den Effekt aktivieren. Gehst du weg von der? Von der Mademoiselle. Warum hat er wieder so viel AP? Oh, guck mal. Eine mysteriöse Fremde. Warum schießt er manchmal nicht? Ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn mir nicht eingebildet. Nick hätte ihn auch gesehen. Wenn ich ihn angreife. Brennt der Arm auch oder was? Und ich glaube, ich habe den wieder geglitscht. Oder? Nee. Kann er überhaupt noch irgendwo einfach umgehauen? Ja, ich sollte irgendwie, glaube ich, ein bisschen mehr wieder in Stärke investieren. So, immer noch kein Level Up, das gibt's doch nicht. Und das kann ich, glaube ich, nicht mehr tragen. Was hast du auf dem Herzen? Es ist Zeit für dich, nach Hause Nein. zu gehen. Nein. Schau vorbei, bitte. Geht's los? Ganz genau. Dann nach dir. Warum konnte ich denn mit dem nicht tauschen? Hey, red weiter. Was zum Teufel? Jetzt. Im Billardkuh, der nur einwiegt. Kannst du noch nehmen. Das hier. Ja, das ist so viel, Mann. Und den Fischfänger, der auch nur 7 wiegt. Ich habe keine Harpunen, also kann das nicht. Kann er nicht benutzen. So, weiter. Und der lebt doch noch. Ich sehe ja doch. Der lebt doch noch. Puff. Oder auch nicht. Bah. Da lebt einer. Da. Komm her. Motorischer Ghoul, was? Das stand ganz sicher nicht da. Ah! Motorisierte Ghoule, das hat mir noch gefehlt und ich bin gleich tot. Boah. Außen ist auch noch einer. Wo kommt denn der schon wieder her? Warum bin ich schon wieder gleich tot? Ha, Level up. Alter, mach ich denen wenig Schaden. Fresser Erlass. Dort gibt's doch nicht. Oh, da. Ach, ist ja schon K.O. Ich weiß dann erstmal, die geben ganz schön viele Erfahrungspunkte. Und der läuft direkt mit dem Teil rum. So. Aufleveln. Ich weiß zwar nicht was, aber gucken wir mal. Ich habe echt keine Ahnung, was ich aufleveln soll. Das hier bringt nichts mehr viel. Was?
Jetzt kannst du schnell reisen, wenn du belagerst, kostet das Laufen 50% weniger Aktionspunkte. Kann ja sein, dass hier ein paar neue Ringe oder so dazugekommen sind, ne? Glaube ich nicht. Das hier zum Beispiel habe ich erst später entdeckt, dass ich hier noch nicht den 4. Rang habe. Wirken sehr viel schneller, bringt irgendwie jetzt nichts mehr. Tut im Vergleich zum Überlebensmodus, der sich ja geändert hat, sowieso jetzt viel mehr, viel schneller heilen. Also damit habe ich jetzt gar kein Problem. So, irgendwas wollte ich hier machen, ich weiß es nur nicht mehr. Nachtmensch, Refraktor, Refraktierst, ja, ja, das war das, was ich machen wollte. Glaub ich. Wollte ich die Grundwerte, glaube ich, hochleveln, ne? Wahrnehmung, soll ich Wahrnehmung hochleveln? Ja, Wahrnehmung. So. Ich will das hier haben. Und Nachtmensch ist auch nicht schlecht. Intelligenz und Wahrnehmung plus 2 zwischen 18 und 6 Uhr. Das heißt, so 50% der Zeit, die ich spiele, bekomme ich immer das. Dann gibt es noch 50%, indem ich das hier bekommen könnte. Mehr Stärke und Ausdauer. Natürlich auch im Fallout 3. Aber da hat es nur eine begrenzte Anzahl. Deswegen war nützlich. So. Und mal nächstes Mal nochmal Wahrnehmung und dann nochmal Refraktor. Ja, okay, gut. Weil anderes weiß ich jetzt nicht, was wir nehmen sollen. Passt schon. Die Grundwerte hochzuleveln kann ja auch nicht schaden, weil dann kann ich irgendwann alles hier wählen. Wo ist die denn da? Kann ich irgendwann alles hochleveln. Jeden Perk wählen und so. Ich glaube, ich bin viel zu nah am Mikro dran. So, aufmachen. Boah, ich habe so viele Quests hier angenommen, ich krieg auf jeden Fall hier nur ein paar Level-Ups. Geschafft. Ich muss so 300-400 Erfahrungspunkte krieg. Nicht ohne mich, ich brauche Erfahrungspunkte. Könnt ihr es wagen? Immer wenn ich gerade. Guten Schuss, ja, dann kommen wieder solche legendäre Typen. Voll einfach zu erledigen sind. Oh, Entschuldigung. Ja, kriegt jeder sein Fett weg. Mann! Ups, Entschuldigung. Ah, eine Blanke. Warum nehme ich so einen Mist eigentlich immer noch mit? Weil ich nichts liegen lassen kann, okay? Renn nicht ohne mich. Aber ich hasse halt, dass ich ja so vielen Leuten folgen muss, ohne dass ich irgendwie erkunden kann. Ich will doch einfach nur hier die ganzen Orte erkunden erstmal. Anstatt hier einfach durchzurushen. Blah. Alter, das ist ein Einsteigerschloss. Stell dich mal nicht so an. Das wär's. Oh mein Gott. Du bleibst face liegen. Oh Gott. Der macht echt das, was ich mache. Was ich will. Danke. Und dafür 81 Erfahrungspunkte. Gern geschehen. So, wo geht's hier lang? Es ist nicht ein bisschen merkwürdig, diesen Weg hier zu gehen. Scheint mir nicht natürlich zu sein. Was zum? Was? Ich habe überall Minenzeichen gesehen. Was?
Wart, Hilfe! Nein! Na, warte. Ist der? Meine Energie. Zellenmunition wird locker verbraucht sein. Die Weise. Das macht dann andere Munition, ne? Warum nur 57? Maha! Nein! Toll, meine Punkte in Wahrnehmung reingeballert, von wegen erhöht die VATS Genauigkeit. Aha. Das ist so eine Art Schrotgewehr, aber trotzdem. Weiter, Mann. Harpunen und eine Harpunenkanone, was wahrscheinlich ja das genau hat, aber ich habe jetzt eine einzigartige, also brauche ich das nicht. Okay, genug versteckt. Will ich verarschen? Ich tut mir auf sowas reinfallen. Au! Oha! Bin ich jetzt durch. Ihr besser. Ich hab mich da runtergeschubst. Warte mal, da lang. Warum ich da so in Sicherheit springe? Die haben mich schon vorher runtergeschubst. Ich habe keine Munition. Gibt's doch einfach nicht. Er geht auf Pearl los und tötet die. Alter. Folgen die bei mir. Alter. What? Du bist der Dicke. Was ist das? Oh mein Gott. Okay. Ah. Was geht ab? Junge, rennen wir jetzt weiter. Au! Mein Gott, jetzt bin ich auch noch echt in so eine Scheißfalle reinge. Boah, trägt mich jetzt irgendwie so auf. Oh, da ist aber eine. Kann ich hier kurz kochen und meine Sachen verballern? Nein, okay. Kann ich jetzt schlafen und wenn ich im Überlebensmodus wäre, speichern. Oh, hallo. Sollen wir die eigentlich... Okay, Fallenstellen und dies. Kommt, glaube ich, ins Best-of. Wie ich in diese blöde Falle reingetreten bin, nachdem ich gesagt habe, wer ist denn so blöd und fällt da rein. So, warte mal hier. Hier wimmelt es nur so von Ghoulen, und für jeden, den ich erledige, tauchen zwei neue auf. Diese große Zahnrad-Ding und das Terminal beweisen, dass hier eine dieser Vaults ist. Oh, aber ich kann ihn einfach nicht finden. Ich mache erstmal hier Pause und suche morgen weiter.
Aber bevor er es wusste, gab es keinen Morgen mehr. Ach, okay. Gott verdammt, jedes Mal, wenn ich gerade die Chance habe, funktioniert das nicht. Bunkai wird angegriffen. Da kann ich mich doch jetzt nicht drum kümmern, ey. Seid ihr eigentlich irre? Da ist schon wieder so ein Blöder. Alter. Aua. Was bist du? Alter, Kette. Ich bin schon wieder runtergefallen. Ihr könnt mich doch mal, ihr blöden Viecher. Hier ist ein Terminal. Lass mich mal daran. Verdammt. Ey. Wo ist da Kacke hier? Mann. Ey. Boah. Boah, ist das schön. Wo muss ich noch mal lang? Hier, nimm noch einen Right Away. Ja. Was ist das? Das gibt's doch einfach nicht. Ich bin so kurz davor, hier Mini-Atombomben um mich zu werfen. Weil die sind da irgendwo da oben, ne? Aber die gehen nur auf mich. So ein Viecher, ey. Mann. Das ist ja ein bisschen zu krass, die Typen. So, weiter. Ich komme irgendwie gar keinen Schritt voran. Ich die ganze Zeit darunter falle. Wegen diese blöden Viechern. So, können wir jetzt weiter. Schon wieder. Warum sind die ganzen Terminals hier im Eimer? Verdammt, da ist schon wieder so fetter. Ich geb dir Deckung. Lass mich einfach in Frieden. Ah. Aluminium. Jetzt mal laufe ich mit meiner Power Armor rum, Mann. Ja, ich glitsch dich. Das siehst du genau richtig. Ja, und das ist dein Arm ab. Was machst du jetzt? Bams. 20 Erfahrungspunkte. Coca-Colas und Cherries. Bams. So. Hab ich gerade Mistkerl genannt, nur weil ich einen Löscher angegriffen habe, Hancock. Dingens. Sammelst du jetzt Antiquität? Longfellow. Oh, nicht noch mehr von diesen fetten Ghoulen. Bist du denn, ja? Der wird schon wieder, da ist schon wieder so ein fetter, ey. Ich krieg die Krise. Auch wenn so viele von denen hier zu. Oh, ich glaube aber nicht. Ich will, dass der auf die. Okay. Ach, die kann auch nicht sterben. Gut. Oha. Mann! Blödes Viech! Dann mach ich das nicht so, hallo? Was ist das?
Ja. Ups. Döner besser. Ich habe noch keine bessere Version davon, glaube ich. Also sind wir da? Wie schaut's auf Fall? Oh, müssen wir so einen komplexen Weg gehen, Mann? Wir sind schon längst da, dann gibt's ihn noch mal irgendwo. In die Bresche mit uns. Macht der. Warum wird eigentlich jeder von denen? Ich dachte, er wäre schon wieder verloren. Meiner. Meins. Da kommt noch einer. Der ist schon wieder her. Alter, wo kommst du her? Kam doch gerade von da. Wurf. Schlitz. Zack. Stech. Wurf. So. 21 Minuten. So, weiter. Oh mein Gott. Zum Glück geben die aber so viele Erfahrungspunkte. Macht's wenigstens ein bisschen lohnenswert. So. Nein. Ja, so ein fetter, ey. Ich krieg die Krise. Und da ist auch noch ein... Oh. Dort gegen die jetzt auch kritisch Staffel machen, das wäre irgendwie geil. Bist euch wach, bist euch wach, bist euch. Die ganze Strahlung, die ich hier bekommen, ne? Was hat? Wurf, wurf. Schlitz. Elektrizität. Schock. Nach. Au, au. Schieß. So. Was für eine theatralische K.O. oder was zum... Lenk dir ab, ich mach das. Ich glaube, ich tue eine andere Waffe hier umballern. Jetzt nicht irgendwie auf Schrot. Ausgelegt ist, aber irgendwie bringt es halt nicht, habe ich so das Gefühl. Wurf, ist auch mal wieder da, danke. Haben wir es beim ersten Mal nicht geschossen, als du aufgetaucht bist. Ach, der da. Alter, was sind die so? Mach die, was machen die da? Hör auf damit. So, komm her. Oh mein Gott. Frisst das. Wuff, wuff, wuff. 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 Alter. Ihr sagt mir etwas. Ich hab keinen Bock mehr gegen die. Wie hat zweit von denen so ein blöder Vetter. Sind wir da? Ich habe die Schnauze voll von diesem Ort. Ich glaube, die führt uns irgendwie zur Vault, oder? Zum exklusiven Teil des Hotels. Du solltest dich freuen, dass sie dich überhaupt reinlassen. Okay. Ich würde sagen, zu diesem exklusiven Club gehen wir in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich allerseits fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.